Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masterpiece mit mir, dem Herrn Gleich. Ja, gab's hier. Happy Holidays, die nehme ich jetzt mal gerne entgegen, weil ich brauche diese 500 Steine. Können wir gerade mal schnell noch das Pack da unten aufmachen? Golden ist die Scheiße. Nee, das ist ein super phänomenales Paket. Das ist hier dann drin, hat jeder von euch bekommen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Und. Ah, Santa Roboter. Santa Roboter Schrott. Okay. So. Dann schauen wir jetzt einfach mal hier rein, was da momentan am Start ist. Nach wie vor Mythic Teddy in Mamas altmodischer Geheimnisschatulle. Jo. Und immer noch die Burobu Tire Box. Ja, geht ja jetzt bald los mit dem Burobu. BGE, beziehungsweise mit dem Event habe ich ja schon drüber gesprochen. Ja, von der Box bin ich jetzt nicht ganz so begeistert. Im Gegensatz zu der Highschool Tire Box, die ist natürlich um einiges besser. Habe ich aber auch ein extra Video zu gemacht. Dann haben wir hier das Mythic Brian Pack mit Quahog Preschool Henry, Hey Betty Bater und Philip J. Fry. Und der Highschool Linda. Ist ganz gut, die Box, aber ja, kann man machen, muss man aber nicht. So, dann haben wir hier die Qbert Banjo Box, die ist ein bisschen besser, wobei ich sagen muss, also was heißt besser? Ist halt keine Mythic dabei, aber die Ausbeute wird wahrscheinlich ein bisschen besser sein. Hier die Francine Smith allerdings. Der Showstopper, warum ich dieser Box keine Supernote geben kann. Und dann sind wir auch schon in der Meisterschaft angelangt. Und dann sehen wir hier als allererstes den Panflute Stewie. Den schauen wir uns jetzt auch mal ein bisschen genauer an. Warum habe ich das jetzt wieder hier alles drin? So, Panflute Stewie. Und der Panflute Stewie macht Folgendes. Da müssten wir eigentlich. Jetzt bin ich wieder. Ich habe wieder falsch gemacht, gell? Was jetzt da ist, richtig, genau. So, da ist der Panflute Stewie. Und das Ganze mit Musikkarten. Da kommt natürlich da hinten ein ziemlich defensives Monster bei raus. Aber der ist halt, also mit einer 14er Bombe und hier 25 Leech und so. Da unten haben wir sogar bei. Ah ja, gut, das ist aber der Goldene. Also, es ist Mythic Nibbler on the Roof. Ja, 25. 14, 23. Der ist schon ziemlich stark. Aber ich will trotzdem keine 500 Gems dafür ausgeben für das Ding. So, dann geht's weiter. Dann haben wir als nächstes hier Catcherin Luann. Und die Catcherin Luann ist folgende. Die macht dieses hier. Da haben wir Luann. Ja, jetzt hier wegen der Luan-Blätter haben sie das mit reingebracht. Also das hat jetzt nichts mit Zufall zu tun. Das kann sie mir nicht erzählen. So, Luan-Blätter. Kommt da hinten ein Mäuerchen bei raus. Also 500 Gems ist die auf gar keinen Fall wert. So, dann kommen wir zu der Wrestlerin oder der Wrestler Amy. Und Wrestler Amy. Boah, ich jetzt auch nicht so der Oberbrüller. Da haben wir halt auch ein bisschen Cripple hier. Gucken wir mal, gehen wir mal runter zu Dr. Amy Wong. Von der Mama, wenn schon, denn schon, dann quadfusen wir das Ganze, dass wir wenigstens mal sehen können. Gemaxt, was dabei rauskommt. Wenn beide Karten eben gemaxt sind, ja toll. Da hat ist nichts Besonderes. Also klicken wir auch gleich wieder weg. So. Jetzt kommen wir allerdings zu einer Combo, die ist deutlich viel interessanter, auch jetzt für den Burobu-Addict. Das ist Medicated Stewie. Und Medicated Stewie sieht folgendermaßen aus, das maxen wir auch mal. Obwohl, nee, wir gehen jetzt zum Mythic Stewie runter, dann maxen wir es nicht, weil dann haben wir wahrscheinlich so etwa mit einer gemaxten legendären Karte und dem einfachen Mythic Stewie ungefähr den Wert auf der rechten Seite, der da rauskommen würde. Das ist natürlich schon geil hier mit einer Bombe, mit Gas und mit Revanche.
16 Revanche, 15er Bombe und 18-fach Gas zum Beispiel hier. Oder waren es 16? Ich konnte es gar nicht so genau erkennen jetzt hier. Also das Ding ist auf jeden Fall ein richtig geiles Teil. Und da wir ja jetzt sowieso morgen wieder neue Steinchen bekommen aus dem Siege. Und ja, der Rumble ist dann auch wieder. Rumble ist auch wieder vorbei. Da kriegen wir auch wieder neue. Deswegen werde ich hier mir den gönnen. Ja, den holen wir uns jetzt einfach mal hier. Medicated Stewie. Und gekauft. So. Dann gehen wir da oben rein. Dürfte, muss ich auch wieder gucken. Oder ist da momentan sogar was drin? Nee, ist momentan. Ja, doch, es ist momentan was drin. Der Teufel Henk ist im Moment drin. Da müssen wir noch einen Moment warten, bis das Ding dann fertig wird. Hier sehen wir ja, was der dann hat. Hier auch 17-fach Pannen. Und also hat ja noch mehr eigentlich als das, was da jetzt angezeigt wird. Die Forschungskanister muss ich auch nochmal befüllen. So, ja, wenn. Ach ja, genau, was ich euch noch zeigen wollte. Aktuell geht es ja richtig ab hier, was die Mythics anbelangt. Also es sind ja noch viel mehr neue Mythics mit hinzugekommen. Wir haben nicht nur den Mythic Bender. Wir haben einen Mythic Bobby. Den habe ich schon das letzte Mal gezeigt. Wo ich, what the fuck is going on here? Mythic Bobby ist natürlich ein Mega-Monster, ja. Also hier Cadet Hill, alter Vater in Mythic. Also das Ding, das ist Cupido Bobby. Eieieiei. Also da kommen nur Killer-Kombos bei raus. Also ohne Scheiß, ja. Jealous Bobby, oh mein Gott. Und das alles in der Mythic-Version. Ja, das ist schon der Oberhammer. Aber es geht weiter. Wir haben den Mythic Dale. So. Weil ich sagen muss, dass der Mythic Dale, na gut, hier Children's Author. Oder Children's Author. Jetzt kommen wir hier ganz kurz durch. Kommen jetzt auf, reagiert wieder mal gar nicht auf das, was ich ihm eigentlich sage. Ich sage, hier komm, scroll mal. Er sagt, leck mich am Buckel. Du kannst mich mal, du kannst hier so viel klicken, wie du willst. Mache ich einfach nicht mit. Ich habe keinen Bock gerade. Scheißdreck. Was ist denn da los? Meine Güte. So. Ja, irgendwie komme ich hier gerade nicht runter. Das müssen wir mal wahrscheinlich separat machen. Ich habe keine Ahnung, warum der gerade hier so abkackt. Ja, hier, oh, hier geht's weiter. Snake Hunter. Es tut sich nichts. Ich kann hier klicken, so viel ich will. Ah, Dale to the Rescue. Propanwahn Dale. Oh mein Gott. Also, hier kommen auf jeden Fall Schwimmer Dale. Hier sind ein paar. Oh ja, hier sind ein paar nice Sachen dabei. Und so wie ich das Ganze hier sehen kann, ist der Dale auch wieder so ein Mischmasch mit offensiven und defensiven Kombos. Also insofern eine nice Sache. Haley, dann haben wir hier Neil Goldman, Nibbler on the Roof. Peggy. Und jetzt hier der nächste, Peter. Mythic Peter. Ich drehe am Rad. Mythic Peter. Hammer-Kombos natürlich. Ich liebe Peter. Den aber jetzt in Mythic. Wenn ich mir vorstelle, Chicken Fight in Mythic. Holy shit. Ein Wikinger Peter in Mythic. Jesus, Maria und Josef. Sexualkunde Peter in Mythic. Da kommen einige kranke Sachen dann bei raus. Peters Drawing. Auch neue Karte. Und da hinten die nächste. Die Tina in Mythic. Alter. Oh mein Gott. I am Mona in der Mythic-Version. Holy shit, Buttatcher Tina. Schlimme Tina. Oh mein Gott. Schlimme Tina. Ich drehe am Rad. Ja, das ist natürlich der Oberknaller hier. Tina in Mythic, Maisie Kathy, ei, 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 Nurse Tina und hier Balloon Fight. Oh, holy shit.
Ja, Tina jetzt auch Mythic. Sensationell. Ich bin mal gespannt. Jetzt gibt es ja bald wieder ein Swole Club. Hatte ich euch ja schon darauf hingewiesen. Swole Club kommt jetzt wieder. Morgen geht der Borobu. Oder laut der Meldung. Heute oder morgen geht der Borobu Addict los. Also, ich Addict. Meine Fresse. Die Borobu Challenge. Schauen wir doch einfach mal, was das Ganze jetzt hier die nächsten Tage noch über Weihnachten bringt. Euch wünsche ich auf alle Fälle ein ganz, 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 ganz wunder, wunder, wunderschönes Weihnachtsfest. Ja, mit ganz, ganz vielen Geschenken im Kreis eurer Familie und euren Lieben. Ja, und ich hoffe, dass ganz, ganz viele Wünsche heute für euch in Erfüllung gehen. Bleibt gesund. Ja, ich hoffe, also ich denke, dass ich jetzt auch endlich mal auf dem Weg der Besserung bin. Jetzt zu Weihnachten wäre das mal ganz schön. Hab keinen Bock da jetzt krank zu sein. Jetzt hat der Herr sofort heute Fieber bekommen. Also irgendwie hat es uns jetzt völlig zerbrezelt hier. Aber gut. Ich hoffe, dass er relativ schnell auch wieder fit ist. Schauen wir mal. Also, euch auf jeden Fall ein wunderschönes Weihnachtsfest. Ho, ho, ho. Und wenn ihr uns ein schönes Geschenk machen möchtet, dann würden wir uns natürlich riesig über eure Likes und Abonnements freuen. Ja, das wäre eine tolle Sache. Das wäre, glaube ich, das schönste Geschenk, was ihr uns machen könntet. Oder ein paar schöne Kommentare schreiben. Ja. Darüber würden wir uns riesig freuen. Also, macht's gut und lasst es euch gut gehen. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.